Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang gehen wie immer ganz, ganz liebe Grüße an euch raus für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare und für eure Wertschätzung, die ihr mir und meinem Kanal entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute zum Mittwoch habe ich das Orakel genannt, deine Verbindung zu. Also hier geht es um eine Verbindung zu etwas, zu einem Menschen, zu einer Situation. Also das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Verbindung zu einem Herzensmenschen sein, das kann eine Verbindung zu einem Partner sein, zu einem Freund, zu einem Nachbar, zu einem geschäftlichen Partner. Das kann eine Verbindung zu dir sein, das kann eine Verbindung zum Universum sein. Also jetzt, wenn du dieses Video schaust, kannst du dich entscheiden, auf was du hier schauen möchtest. Also hier kann alles Mögliche rauskommen. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier oben die Position ist, das, was ihr seht, ne? Also das, was im Bewusstsein ist, das, was ihr nicht seht, das, was im Unterbewusstsein ist, das, was euch verbindet, das, was euch trennt. Und dann schauen wir mal, wie es in Zukunft weitergeht und schauen nochmal unter das Kartendeck. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel. Es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten immer für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eurer Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt. Ich trinke nochmal schnell einen Schluck und dann gehen wir in die Deutung. So, da schauen wir mal, was ihr seht, was euch bewusst ist zu dieser Verbindung. Dann habe ich hier den Hierophant. Der Hierophant kann für das Sternzeichen Stier stehen oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Das, was ihr wisst, das, was ihr seht, ist der Glaube an diese Verbindung. Ja, der Hierophant kann für den Glauben stehen. Also, wenn du hier auf eine Verbindung zu einem Menschen schaust, ihr glaubt an diese Verbindung. Ja, ihr wisst, das ist eine positive Verbindung, die kann hier nur ins Licht gehen. Das ist eine sehr erfüllende Verbindung, das ist eine Verbindung des Lichts, das ist eine Verbindung, die ist auch höher, das ist eine höhere Verbindung, die ist von oben geführt und beschützt. Und das ist eine Verbindung der Hochzeit. Also ihr habt hier schöne Zeiten miteinander. Also das ist so vorherbestimmt. Also das ist hier wirklich, ihr glaubt beide an diese Verbindung, dass das Bestimmung ist. Ja? Dass das Bestimmung ist. Wenn du hier aufs Universum schaust, natürlich das Gleiche. Ha? Deine Verbindung zum Universum, die ist hier, das ist so geführt. Ne? Das ist eine lichtvolle Verbindung und hier kannst nur die Stufen hochgehen. Ne? Das ist auch was, was glücklich macht. Das macht euch beide glücklich. Ne? Hier habe ich jemand, der wirklich aus dem Herzen heraus lacht, ne? Hier im Schneidersitz, das ist auch was Geerdetes. Ne? Das ist eine geerdete Verbindung. Ne? Also entweder kommt dieser Mensch hier von oben und hat sich hier hingesetzt, dass das eine höhere Verbindung ist, die jetzt geerdet werden möchte, oder man hat sich hier schon geerdet und die geht es in den Aufstieg, die Verbindung. Es ist auf jeden Fall eine sehr lichtvolle Verbindung, die von oben geführt und beschützt ist. Wo ihr beide daran glaubt und wo ihr auch beide an diese Hochzeit glaubt, an diese schöne Zeit, die euch zusammen bevorsteht oder die ihr schon lebt. Ja, sehr, sehr schöne Karte. So, dann schauen wir mal, was euch nicht bewusst ist, was ihr nicht seht. Dann habe ich hier den Gehängten und den König der Kelche. Also, der Gehängte steht für Stagnation, für Stillstand. Hier möchte etwas in die Umkehr kommen. Hier möchte etwas an der Sichtweise geändert werden, an der Denkweise geändert werden, an dem, was man tut, an dem, was man fühlt, an Glaubenssätzen, an Verhaltensmustern. Ne? Hier möchte etwas in die Umkehr kommen und es passiert durch die eigene Reflexion. Da ich hier den König der Kelche habe, kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Da ist übrigens ein Kopflager rausgefallen. Also hier stagniert bei deinem
Gegenüber, auf das du hier schaust, mit diesen Menschen, mit denen du in der Verbindung bist, hier stagniert das noch im Fühlen. Na, die Gefühle stagnieren hier noch. Hier ist noch jemand im Stillstand. Na, hier deutet jemand vorsichtig an, dass man hier anfängt, das Wasser zu berühren. Na, ganz, ganz. Und hier wird auch die Hand ausgestreckt. Ne? Ich habe hier das ganz, ganz vorsichtige Berühren des Wassers. Also sich erstmal rantasten an das Fühlen, an das tiefe Fühlen, an die Gefühle, an die Liebe, an die Emotionen. Hier ist auch jemand sehr feinfühlig, auch wenn du jetzt sagst, ne, also das ist ein Holzfäller vor den Herrn. Drinnen in der Seele ist jemand hier ganz, ganz feinfühlig, sensibel auch. Ne? Und hier hat auch jemand Sehnsucht. Ne? Hier hat jemand große Sehnsucht auch nach dir. Wie gesagt, der König der Kelche ist in Kopflage rausgefallen. Also das stagniert noch. Ne? Hier darf bei beiden Karten eine Umkehr stattfinden. Ne? Dann ist der Gehängte hier erleuchtet. Ne? Dieser Mensch ist wahrscheinlich noch zu sehr im Kopf, im rationalen Denken. Und hört mehr auf seinen Kopf und hat vielleicht die Verbindung zum Herzen noch nicht gefunden oder noch nicht richtig gefunden. Ne? Also hier passiert ein ganz, ganz sanftes Berühren. Ne? Also wenn das losgeht, wenn hier die Umkehr stattfindet, und früher oder später wird die Umkehr stattfinden, weil man kann ja hier nicht ewig so hängen, kopfüber. Wird ja mit der Zeit dann auch unbequem, ne? Dann wird hier die Reflexion stattfinden, ne? Über sich selber, über die Gefühle, über die Emotionen, ne? Und dann berührt man hier sanft, ne? Weil man berührt dann auch sanft, weil man hier einfach Sehnsucht hat nach dieser lichtvollen Verbindung, ne? Also hier darf jemand in die Umkehr kommen, ne? Ich nehme das für dein Gegenüber wahr, für den Menschen, auf den du hier in dieser Verbindung schaust. Dieser Mensch darf sich hier selber reflektieren, darf hier in die Umkehr kommen, darf etwas aus einer anderen Perspektive betrachten. Mal nicht mit dem Kopf, sondern mal mit dem Herzen betrachten. So, dann schauen wir mal, was euch denn verbindet. Also, die meisten schauen hier wieder auf die Liebe. Wie kann es denn auch anders sein? Die Liebenden verbinden euch. Kann fürs Sternzeichen Zwillinge stehen oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Euch verbindet Liebe. Euch verbindet eine ganz, ganz besondere Verbindung. Euch verbindet Gefühl, Emotion, Liebe, Partnerschaft. Na? Ihr könntet hier sehr verschieden sein. Und das könnte auch der Grund sein, warum ihr euch so zueinander hingezogen fühlt. Also ich kriege hier eine ganz, ganz starke Anziehungskraft rein. Körperlich, haptisch, emotional, geistig, seelisch. Ne? Ich kriege hier eine ganz, ganz starke Anziehungskraft rein. Ihr berührt euch auch gern. Wenn ihr euch berührt, das ist was ganz Besonderes, ne? Das ist eine Verschmelzung. Ihr riecht euch auch gern, ihr mögt den Duft des anderen. Was ich hier auch habe, ist so Gegensätze, ne? Ihr könntet hier einen kulturellen Unterschied haben, ihr könntet hier einen Altersunterschied haben, einen großen Altersunterschied haben, ihr könntet hier charakterlich sehr unterschiedlich sein, ihr könntet mit eurer Weltanschauung sehr unterschiedlich sein, aber wie gesagt, das ist das, was euch anzieht, das ist das, was euch verbindet. Das ist vielleicht auch so die Sache, wo man sagt, okay, das ist hier im Hier und Jetzt, in diesem Leben, auf dieser Erde, ist es das, was wir uns rausgesucht haben, diese Kultur, dieses Alter, diesen Charakter, ne? Aber unsere Seele, die ist offen, die ist weit, die ist frei, die verbindet uns, ne? Und da ist es egal, wie alt du bist, wie alt du bist, welche Hautfarbe du hast, welche Weltanschauung du hast, welchen Charakter du hast. Euch verbindet hier eure Seelen verbinden sich, ne? Die fühlen sich zueinander so hingezogen.
Und da ist es egal, wie ihr ausseht, was ihr macht, was ihr tut. Hier verbindet euch die Liebe aus dem Herzen, aus der Seele heraus. Ja? Eine sehr, sehr schöne Verbindung. Ja? Also hier ist der Glaube da und hier ist die Liebe da. Und jetzt schauen wir mal, was denn so die trennende Energie ist. Ja, da ist er. Der Teufel, der Ritter der Schwerter und die Herrscherin. Der Teufel, das Pendant zu den Liebenden. Zahl 15, Zahl 6. Alles beides die Zahl 6. Schattenenergie, lichtvolle Energie. Der Teufel kann für Süchte stehen. Der Teufel kann für Gebundenheit stehen. Der Teufel kann für Kontrolle stehen. Der Teufel kann auch für Lügen stehen. Also das ist das, was euch trennt. Ihr könntet vielleicht hier auch eine Co-Abhängigkeit zueinander haben, ein Suchtverhalten zueinander haben. Wenn das hier so stark ist, kann das hier auch manchmal abkippen in den Teufel. Dann besteht eine Co-Abhängigkeit, dann ist man vom anderen abhängig, was der andere macht, was der andere tut. Na, dann ist man so auf die Aufmerksamkeit des anderen abhängig. Hier kann auch ein Suchtverhalten da sein. Alkohol, Drogen, Sexsucht, Spielsucht, alles Mögliche. Hier kann eine Gebundenheit da sein an Ängste, an traumatische Erlebnisse, an was Toxisches, an Menschen, die im Feld sind. Ja? Hier kann eine Kontrollsucht da sein, dass einer die Oberhand behalten möchte in dieser Verbindung. Hier kann auch eine ganz, ganz starke sexuelle Anziehungskraft da sein. Also ich habe das ja hier. Hier ist sehr viel Leidenschaft zwischen euch. Ganz, ganz starke Anziehungskraft. Und die könnte so abkippen in das Toxische. Ja? Also das könnte euch mit Haut und Haaren verschlingen, diese Verbindung. Ja? Da müssen wir ein bisschen die Balance halten. Und ich glaube, wenn ihr das wisst, was eure Schattenthemen sind in dieser Verbindung, und was eure lichtvollen Anteile sind an dieser Verbindung, dann könnt ihr lösen. Wenn ihr beides anschaut, wenn ihr von beidem wisst, dann könnt ihr das gesund kontrollieren. Na? Also nicht, dass euch der Teufel hier mit Haut und Haaren verschlingt. Hier könnten natürlich auch Unwahrheiten eine Rolle spielen. Hier könnten Lügen eine Rolle spielen, Unehrlichkeit, na? Dass jemand was verheimlicht. Lügt, betrügt, ne? Solche Geschichten habe ich ja auch liegen. Dann habe ich hier den Ritter der Schwerter, kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage, oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Hier könnte übrigens das Sternzeichen Steinbock repräsentiert sein. Luftenergie, Kopfenergie, ne? Das ist das, was ich hier gesagt habe. Hier ist jemand zu sehr verkopft, hier ist jemand zu sehr in der Ratio. Hier fehlt die Verbindung zu den Gefühlen, zum Herz, zur Seele. Hier ist auch jemand sehr schnell unterwegs, sehr plötzlich, ne, da. Hier ist vielleicht auch jemand, der mit Worten scharf schießen kann, ne, der Ritter der Schwerter. Der ist hier schnell unterwegs. Der hat hier Pfeil und Bogen auf dem Rücken. Also der kann wirklich scharf schießen mit Worten. Das kann verletzend sein. Das kann sehr, sehr verletzend sein. Zum Glück habe ich hier einen Adler. Na, der betrachtet es auch von ganz, ganz oben aus einer anderen Perspektive. Na, das ist hier die andere Perspektive einnehmen mit dem Gehängten. Und ja, hier ist auch jemand sehr vorschnell, sehr voreilig im Machen, im Tun, im Wollen. Na, hier könnte vielleicht auch jemand sehr, sehr stur sein, wenn es nicht nach seinem Kopf geht. Na, Steinbock-Energie, und das unbedingt durchsetzen wollen. Na, also hier kann dich auch jemand mit Worten niedermetzeln. Ich kriege auch jemand rein, der dich wirklich mit Worten an die Wand reden kann. Ne? Auch wenn du vielleicht jemand bist, der sich verbal auch gut ausdrücken kann, hier redet dich jemand wirklich an die Wand und schießt dich da noch ab. Ne? Das ist eine trennende Energie. Ne? Das ist was Toxisches hier. Hier will vielleicht auch jemand die Oberhand behalten. Hier will jemand Kontrolle. Ne? Der Teufel steht auch für Kontrolle. Und dann habe ich hier die Herrscherin. Das ist deine Energie. Also, hier könnte es um Schwangerschaft gehen.
Du könntest Kinder wollen oder dieser Mensch könnte Kinder wollen. Also du könntest Kinder wollen, dieser Mensch könnte keine Kinder wollen. Dieser Mensch könnte Kinder wollen und du könntest keine Kinder wollen. Ihr könnt euch ein Kinderthema, das könnte so ein trennender Faktor sein. Wenn ihr hier einen Altersunterschied habt, könnte es das sein, dass dieser Mensch Kinder will und du keine mehr bekommen kannst. Oder andersrum, ne, dass dieser Mensch einfach sagt, nee, ich bin einfach zu alt und du möchtest unbedingt ein Kind. Du könntest schon Kinder haben, das könnte eine trennende Energie sein. Dieser Mensch könnte Kinder haben, das könnte eine trennende Energie sein. Was ich aber auch reinbekomme, wenn das nichts mit Schwangerschaft oder mit Kindern zu tun hat. Ja, könnte auch jemand keine Kinder bekommen von Natur aus, ne? Kriege ich auch rein. Was ich aber allerdings mit der Herrscherin auch reinbekomme. Du bist eine ganz, ganz starke Persönlichkeit. Du bist eine ganz, ganz starke Frau. Du bist, für die meisten wird es hier zutreffen, ne? Eine Frau sein. Wenn du ein Mann bist, dann münzt dir das bitte um. Du bist eine ganz, ganz starke Frau. Du weißt, was du möchtest. Du bist sehr fruchtbar. Du hast alle vier Königinnen unter dir vereint. Du bist geerdet, du stehst ja auf fruchtbarem Boden, du bist schlau mit den Schwertern, du bist sehr eloquent, du bist sehr wortgewandt, du kannst gute Entscheidungen für dich und deine Welt treffen. Du bist sehr am Gefühl mit der Königin der Kelche, sehr intuitiv auch. Ja, das sehe ich ja an dem Hierophanten auch. Glaubst an das Göttliche, an das Universum, an die Spiritualität. Du bist mit den Münzen in deiner Fülle, in deiner inneren und äußeren Fülle. Du bist stabil, du bist sicher und du bist mit den Stäben, mit der Feuerenergie sehr leidenschaftlich, sehr kreativ auch. Na, du weißt, was du möchtest und was du nicht möchtest. Na, du stehst für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse ein. Und du drehst auch hier diese Menschen den Rücken zu, weil du auf deine Welt schaust, auf das, was dir gut tut, damit es dir gut geht, damit es deiner Welt gut geht, damit du mit dir und mit deiner Welt fein bist. Ja? Du bist die Herrscherin über dein Leben. Ja? Und du brauchst ja niemanden, der dich kontrolliert. Eine Herrscherin lässt sich nicht kontrollieren. Und das könnte ein trennender Faktor sein, dass dieser Mensch das vielleicht gewöhnt war, in der Vergangenheit hier zu kontrollieren, zu beherrschen auch, mit diesen Lügen und Betrügen durchzukommen, mit dieser Kopfenergie durchzukommen. Eine Herrscherin merkt es, wenn hier jemand nur im Kopf ist. Eine Herrscherin merkt es, wenn jemand nicht sein ganzes Potenzial lebt, wenn jemand auch hier an Ängsten gebunden ist, an falsche Glaubenssätze, an falsche Verhaltensmuster, an Süchte gebunden ist. Na, könnte auch jemand Ausreden haben, na, was Konsum betrifft, na? Alkohol, Drogen, Frauen, Spielsucht, alles Mögliche. Ne? Und eine Herrscherin lässt sich ja nicht vormachen. Du durchschaust das. Du durchschaust das ganze Spiel. Und das könnte eure trennende Energie sein. Du könntest zu stark sein für diesen Menschen. Dieser Mensch ist noch nicht hundertprozentig in seinem Sein, in seinem Dasein. Ja, hier fehlt noch das Gefühl. Kopfenergie ist genug da. Ja? Du könntest hier zu stark sein. Hier kommt mir Fisherman's Friend rein. Darf ich das überhaupt sagen? Ist sie zu stark, bist du zu schwach. So kriege ich das rein. Ne? Eine ganz, ganz starker Mensch, ganz, ganz starke Persönlichkeit, die sich hier wegbewegt. Ne? Wenn sie merkt, hier ist irgendwas faul. Hier ist irgendwas faul. Hier ist irgendwas nicht in der Energie, wie es sein sollte. Ich lasse mich hier nicht kontrollieren. Ich lasse mich ja auch nicht belügen, ich lasse mich ja auch nicht betrügen. Und ich lasse mich ja auch nicht mit Haut und Haaren vom Teufel verführen und verschlingen. Na, dafür ist sie zu clever. Dafür steht sie zu sehr im Leben und liebt sich zu sehr selbst. Und das ist wichtig. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du kommst an erster Stelle, bevor irgendein anderer Mensch kommt. Und das weiß die Herrscherin. Und das könnte eine trennende Energie sein. Wobei ich sage, du bist hier gut aufgestellt. Wenn das eine trennende Energie ist, dann ist es nur das hier. Na? Weil der Teufel ist auch eine Mangelenergie. Na? Also du bist für jemand einfach zu tough, zu stark. Na?
Das könnte euch hier vor die Füße fallen. Aber wie gesagt, wenn ihr das ja auf dem Schirm habt, na, Schattenenergie, lichtvolle Energie, wenn ihr beide kennt, wenn ihr beide anschaut, dann könnt ihr hier das lösen, dann könnt ihr das gut lösen. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann habe ich dich hier als Königin der Kelche. Kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion, oder nur diese Energie repräsentieren. Also, ich habe dich hier mit deinem gefüllten Kelch, die Hände nach oben, und hier habe ich eine Krone. Also, du setzt dir und deinem Leben die Krone auf. Du bist die Königin deines Lebens, du bist der König deines Lebens. Hier geht auch Energie nach oben. Also, du wirst spirituell noch mehr reifen. Du wirst dich noch mehr mit dem Universum verbinden, noch mehr mit der Spiritualität verbinden. Du wirst mehr Downloads und Uploads bekommen. Und du wirst mehr auf deine Intuition hören, auf dein Gefühl hören. Na, du bist sehr im Gefühl, sehr empathisch, sehr intuitiv, sehr zärtlich auch. Na, und du bist so krass mit dem Universum verbunden. Du bist hier die Königin in deinem Leben. Na, du setzt deinem Leben die Krone auf, weil du es dir wert bist. Na, und du vertraust auch hier dem Universum, du vertraust auch diesem Weg, den ihr hier geht. Du vertraust dieser Verbindung, dass es von oben geführt und beschützt ist und dass es seinen Grund hat, warum das gerade so ist, wie es ist. Na, in der Stagnation hier. Na, du vertraust dem Universum, das wird schon richtig sein, so wie es gerade ist, weil sich hier jemand bewegen darf. Aus der Stagnation raus, aus der Stille raus und aus diesem Teufelskreis raus. Ja. Und dann habe ich hier die Achter Kelche und du verlässt diese Situation. Du verlässt diese Verbindung. Vielleicht auch schweren Herzens. Für manche ist es so, die haben diese Situation schon verlassen. Für manche, die stecken gerade mittendrin in dieser Phase, gehe ich nicht. Und für manche kommt das erst noch. Ja. Also du wirst dich in Zukunft auf dich konzentrieren, du wirst deinem Leben die Krone aufsetzen, du wirst dir die Krone aufsetzen, du wirst dich mit deiner Intuition beschäftigen, mit deiner Verbindung nach oben, mit deiner Spiritualität und du wirst hier diese Verbindung verlassen, weil hier nichts Fruchtbares mehr ist. Du gehst hier ins Licht, du gehst hier in Richtung Sonne. Ja? Und ich habe ja bei dir hier auch ganz, ganz viel Licht. Hier habe ich Licht, hier habe ich Licht, hier habe ich Licht. Ja? Das ist auch so, als würde sich hier Tag und Nacht anziehen, als würde sich hier Schatten und Licht anziehen, als würde sich hier die Dunkelheit und die Helligkeit anziehen. Ne? Also das kriege ich so stark rein. Ne? Das kriege ich so stark rein, dieses Gegensätzliche bei euch. Ihr seid wirklich wie Tag und Nacht. Aber euch verbindet Liebe. Und euch verbindet der Glaube und euch verbindet eine Verbindung, die ist von oben geführt und beschützt. Na? Also ihr zweifelt hier nicht daran. Auch wenn alle im Außen sagen, ihr passt doch gar nicht zusammen, ihr seid wie Tag und Nacht. Ihr wisst aber, eure Seelen gehören zusammen und eure Seelen wollen sich in Liebe verbinden. Aber du gehst hier, weil du merkst, hier ist nichts mehr Fruchtbares, das tut mir nicht gut. Die Herrscherin merkt, wenn mir irgendwas nicht gut tut, dann geht die Verbindung, dann geht die Verbindung raus. Dann geht die Herrscherin aus dieser Verbindung raus. Na? Du konzentrierst dich hier auf dich, auf dein Gefühl, auf deine Intuition. Na? Du setzt deinem Leben die Krone auf. Na, du machst dich bereit hier für die 10. Kelche. Na, nach den 8. Kelchen kommen ja erst die 9. Kelche, die absolute Erfüllung in Sachen Liebe, die Wunscherfüllung und die Sattheit. Na? Und du bist es dir wert, hier die 10. Kelche zu erfahren. Na, dort geht's hin. Du möchtest hier nicht im Stillstand stecken bleiben und in diesem Toxischen stecken bleiben. In dieser Kontrolle stecken bleiben. Na, du willst hier ins Licht gehen. Du willst das Schöne erfahren. Weil du bist ja die Königin der Kelche. Du bist die Herrscherin. Du hast nur das Beste verdient. Nur das Beste für dich. Und dann habe ich hier die 2. Kelche. Und wenn du gehst, wenn du gegangen bist, dann kann die Verbindung hier frei fließen.
Also, die Königin der Kelche setzt die hier ihrem Leben und sich selber die Krone auf. Geht raus aus dieser Verbindung. Bewegt sich hin zur Wunscherfüllung, zu den 10 der Kelchen. Und trifft hier auf eine Seelenverbindung. Trifft hier auf eine Seelenpartnerschaft. Ne? Die 2 der Kelche ist auch eine der Seelenpartnerkarten im Deck. Und hier finden sie sich wieder, ne? Sich an der Hautfarbe. Hier finden sie sich wieder, die 2, und nehmen sich an den Händen und begegnen sich ja auf Augenhöhe, weil hier beide einen gefüllten Kelch haben. Hier hat der König der Kelche hat hier gelöst, ne? Sehe ich jetzt erst, ist ja ein Match, ne? Ihr 2 ist ja ein Match. Du verbindest dich schon lange mit dem Höheren, ne? Du hast hier gelöst und hier ist noch jemand in der Umkehr stecken geblieben und berührt dann, nachdem man sich wieder umgekehrt hat, hier ganz vorsichtig das Gefühl, das Wasser. Ne? Beide tragen hier rot. Na, hier ist ein Match. Ihr gehört einfach zusammen. Ne? Und hier hat jemand gelöst. Ne? Hier hat jemand diesen Kelch gefüllt. Hier muss erstmal geschaut werden, ist denn hier überhaupt was drin? Oder ist der völlig leer? Hier fühlt jemand. Ne? Das habe ich hier mal auf dem Tisch stehen. Man nimmt mal dein Krönchen. Ne? Nimm mal dein Krönchen. Stelle ich dann hier oben hin. Ne? Dann haben wir dieser Karte schon mal die Krone aufgesetzt. Also dieses Gefäß. Ne, jetzt muss ich das mal so zeigen. Genau. Also, hier wird ganz vorsichtig reingegriffen. Wann kommt denn hier das Wasser? Wann kommt denn hier das Wasser? Und dann ist vielleicht dieser Mensch hier ganz unten und merkt, ist ja gar kein Wasser drin. Ne? Hier fehlt auch Selbstwert und Selbstliebe bei diesem Gegenüber, bei diesem Menschen, auf den du hier schaust. Das muss erstmal mit Selbstwert und Selbstliebe, darf das hier gefüllt werden. Und dann kann man hier im Außen, na, ich lege nochmal andersrum hin, ne? Vielleicht geht es ein bisschen schneller. Dann kann man sich ja auf Augenhöhe begegnen. Dann kann man sich hier respektvoll begegnen, dann kann man sich hier wertschätzend begegnen, dann kann man sich in Liebe begegnen, dann kann man sich mit einem offenen Herzen, mit einer offenen Seele begegnen. Na, dann fließt das hier ineinander über. Na, dann habt ihr beide einen gefüllten Kelch und das, was darüber hinausgeht, damit verbindet ihr euch in Liebe. So, ich setze ja erstmal hier die Krone auf. Hier und deinem Leben und das wird kommen. Du wirst hier gehen, auch wenn es schweren Herzens ist. Gehst du hier raus, weil das sehr, sehr manipulativ, sehr toxisch, sehr, sehr in der Kontrolle, sehr co-abhängig ist. Und du gehst, weil es nicht mehr fruchtbar ist. Und dann kann es fließen, dann kann es sich entwickeln. Das ist ja ganz oft so. Dann, wenn ein Schlussstrich gezogen ist, wenn du hier gehst, wenn du weg bist, wenn man nichts mehr hört, wenn man nichts mehr sieht. Wenn auch die Energie so abgebrochen ist, ne? Also ich nehme das Wort, die ist nicht ganz abgebrochen, weil ihr ja so eine starke Verbindung habt. Also ihr fühlt den Menschen wahrscheinlich dann trotzdem noch, aber im Außen ist es ein Gehen, ne? Und dann kann es fließen, dann kann sich dieser Mensch bewegen, dann kann dieser Mensch in die Umkehr kommen, ins Fühlen kommen, das hier auch mal anschauen und dann könnt ihr euch begegnen. Auf Augenhöhe, sehr liebevoll, mit den 2 der Kelchen. Liebe. Verliebtheit, Partnerschaft, ne, Verbundenheit. Also ich kriege das. Das ist ein ganz, ganz schönes Berühren mit den Händen. Ganz, ganz schönes Anfassen. Und in der Zwischenzeit bist du fein mit dir und mit deinem Leben. Königin der Kelche, sehr spirituell, sehr intuitiv, gute Verbindung nach oben. Du bekommst hier einige Downloads. Ne? Dann schauen wir nochmal unter das Kartendeck und dann habe ich hier die 4 der Kelche. Also. Man hat hier 3 Kelche gestapelt. Die sind auch leer. Ne? Vielleicht hattest du mit diesen Menschen hier schon 3 Chancen, 3 Möglichkeiten. Kann durchaus sein. Und die 4., die wird noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Also hier ist jemand mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das kannst du sein, das kann dein Gegenüber sein. Bei dir kriege ich es eigentlich nicht mit Unzufriedenheit rein. Ne? Herrscherin und Königin der Kelche. Es könnte dich nur unzufrieden machen, dass hier kontrolliert werden will und so ein bisschen dieses Toxische, ne? Oder dieses Suchtverhalten, was es auch immer ist, ne? Das könnte dich unzufrieden machen. Und hier wird aber schon ein
Kelch vom Universum vorbereitet, ne, wo alles drin ist, wo ihr euch wieder begegnet, wo ihr euch wieder seht. Ne? Aber dieses Unzufriedene, das könnte bei dir so dieses toxische Verhalten hier sein. Und bei deinem Gegenüber ist es natürlich, weil du gehst, weil du weggehst, weil du zu stark bist. Ne? Das ist mit der Gesamtsituation unzufrieden sein. Und weil die Kelche hier leer sind. Ne? Aber hier steht noch ein großer vom Universum. Ne? Hier ist der Wandel da. Das ist so, wie als wäre hier dieses Bild geteilt. Seht ihr das? Ne? Das arbeitet schon von hinten, das arbeitet schon im Rücken. Also ich kriege das ja auch nicht so miesepetrig rein. Das ist so eine, oh, wie viel Geduld darf ich denn noch haben? Wie viel Geduld darf ich denn noch haben? Ja, so kriege ich das rein. Ihr Lieben, ich würde euch gerne noch eine Zusatzkarte ziehen. Für die, die auf die Liebe schauen, nehme ich die Karten. Und für die, die hier auf ein anderes Thema schauen, auf eine andere Verbindung schauen, nehme ich die Karten. Wir schauen erstmal auf die Liebe, weil das ganz stark durchkommt. Eine Liebesverbindung kommt ja ganz stark durch. Du kannst natürlich auch mit einem Menschen in familiären und in der Freundschaft liebevoll verbunden sein. Aber dann sage ich dir, da fühlt einer mehr, weil hier eine ganz, ganz starke körperliche Anziehung auch ist. Ja? Also, da haben wir es schon. Ja. Ihr habt's gesehen, ich habe gemischt. Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Also den Satz, den können wir ja schon im Schlaf aufsagen. Ne? Und hier habe ich wieder diese starke körperliche Anziehung auch. Also das ist so eine Verschmelzung. Wenn ihr euch berührt, das ist, wow, also da ist eine ganz, ganz heftige Energie. Ne? Und das ist das, was so kippen könnte in dieses Suchtverhalten. Also hier steht eine Versöhnung an. Du gehst hier und danach Happy End. Na? Also danach geht er in eine Verbindung. Geht er in eine Verbindung ein. Das kriegt es auch richtig als Verbindung rein, weil es ist so dieses an die Hand nehmen. Also das bedeutet ja was. Also bei mir ist es so, wenn mich jemand an die Hand nimmt, dann hat das was zu bedeuten. Also ich nehme ja nicht einfach jemand an die Hand und zeige das so öffentlich, ne? Wenn ich nicht will, dass das auch so im Außen als Paar gesehen wird. Also für mich hat das was zu bedeuten, wenn man sich so an die Hände nimmt. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr da auch so tickt, aber für mich hat das was zu bedeuten. Also hier steht eine Versöhnung an mit jemand. Das kann jemand aus der Vergangenheit sein. Was ich hier noch sagen wollte, für manche kann das auch sein, die hier gehen. Na? Die hier gehen, die könnten wirklich gehen und dann könnte sich hier was Neues eröffnen. Das ist auch möglich mit einem anderen Menschen. Dadurch, dass ich hier diese verschiedenen Hautfarben habe, kriege ich eher rein, es ist dieser Mensch. Ne? Weil dieser Mensch hier ja auch mit der Umkehr liegt. Ne? Aber für manche die könnten wirklich sagen, ich gehe hier und dann kommt hier jemand Neues. Es kommt aber auf jeden Fall eine wunderschöne Verbindung. Eine wunderschöne herzliche Verbindung, wo du dich auch verliebst und wo sich dieser Mensch auch verliebt. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn das auch ein anderer Mensch ist, kommt ja trotzdem dieser Mensch trotzdem nochmal und will hier in die Versöhnung gehen. Und dann hast du vielleicht die Qual der Wahl. Ja? Und für manche, die sagen, nee, das ist bestimmt dieser Mensch, dann ist es so. Ne? Also hier kommt jemand zurück aus deiner Vergangenheit mit dem oder mit der du schon eine Geschichte hast. In diesem Leben, in anderen Leben oder beides. Na, dann schauen wir ja nochmal unter das Kartendeck. Dann habe ich hier befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Ne? Und da ist er wieder. Kontrolletti. Hier. Was kontrolliert diese Verbindung? Suchtverhalten, Kontrolle, Lügen, eine zu starke Sexualität, eine zu starke Anziehungskraft, Co-Abhängigkeit. Also hier darf sich jemand befreien. Also so, ich krieg rein, du hast dich ja schon befreit. Ne? Die Herrscherin guckt hier weg. Du gehst hier raus. Und jetzt darf sich dieser Mensch befreien aus dieser Stagnation, aus diesem nur Kopfdenken, aus diesem Toxischen. Ja? Hier darf sich befreit werden. Und das ist wirklich nur, hier darf das Einhorn aufstehen und da drüber springen. Also das ist nicht so ein Riesending, ne? Wie man sich das vielleicht hier ausmalt. So, wenn du jetzt hier auf eine andere Verbindung schaust, ziehe ich dir nochmal. Ja,
Karte. Mal gucken, was da raus möchte. So, da wollten zwei raus. Da habe ich hier Bearing Fruit und Exposed and Revealed. Also, hier darf etwas in den Wachstum gehen. Hier trägt was Früchte. Na, also hier geht was in den Wachstum. Also hier darf was entstehen. Hier darf was Früchte tragen. Hier geht was in die Kreativität, in was Fruchtbares. Na, also hier darf was wachsen. Hier sehe ich auch diesen ganz, ganz alten Baum, der hier auch für eine alte Seelenverbindung stehen kann. Also für was in die Gesundung gehen möchte. Was der Baum steht ja auch für Gesundheit, für Vitalität, kann auch für die Familie stehen, natürlich. Ne? Kann auch was mit einem Ahnenthema zu tun haben. Ne? Dieses Suchtverhalten kann auch immer was mit einem Ahnenthema zu tun haben. Also hier möchte etwas Früchte tragen, hier möchte etwas gedeihen, hier möchte etwas ins Wachstum gehen. Und Exposed and Revealed, also hier wird was aufgedeckt, hier wird was sichtbar gemacht. Ja? Hier kommt was ans Licht, hier wird was sichtbar gemacht. Also egal, auf welche Verbindung du hier schaust, auf welches Thema du hier schaust, dieses Suchtverhalten, das wird angeschaut, das wird hier sichtbar gemacht, das wird aufgedeckt. Und dann kann das hier in die Befreiung gehen, dann kann das hier Früchte tragen. So, und dann schauen wir auch hier nochmal unter das Kartendeck. In Perfect Harmony. Und dann ist es in perfekter Harmonie, die Geschichte, die Verbindung, auf die du hier schaust. Ja? Dann kriege ich ja auch ein Lied rein. Ne? Ein Lied, was dich begleitet, was euch begleitet. Was euch in die Harmonie bringt. Kriege ja auch die richtige Schwingung rein dann. Ne? Wenn hier gelöst wird, kriege ich auch die richtige Schwingung rein. Ne? Ihr Lieben, jetzt ist es ja auch schon ein bisschen dunkel geworden. Ne? Ich hätte hier mal so ein bisschen Licht anmachen, aber wir haben es geschafft. Genau, man darf ja aus der Schattenenergie in die Lichtenergie gehen. Ne? Ihr Lieben, danke, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, dann würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Über einen Daumen hoch natürlich auch und über eure lieben Kommentare freue ich mich sowieso. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss.